Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas. Ich bin heute in Heidelberg. Es ist nicht mehr ganz so kalt wie im letzten Video, aber doch schon auch frisch. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen mehr an, aber es hat so 5-6 Grad, also echt erträglich. Hier ist es irgendwie mega neblig heute gewesen. Also bei mir zu Hause hat die Sonne geschienen und wo ich dann hierher gekommen bin, war irgendwie alles neblig. Aber egal, hat trotzdem Bock gemacht. Ich war mit Ben heute unterwegs. Und auf einem ganz besonderen Rad. Grüße und vielen Dank gehen auf jeden Fall schon mal raus an die MB Custom Bike Schmiede, an Manu. Richtig geil, der hat mir nämlich das Rad für das heutige Video geliehen oder mal zum Testen gegeben. Und zwar ein Reglay Big Wig. Ziemlich geil, also Enduro Hardtail mit, ich glaube, 150 mm Lyric vorne drin. Also richtig geil, ich bin noch nie so ein Enduro Hardtail vorher gefahren und bin echt mal gespannt, oder ich bin es jetzt schon gefahren, aber war echt gespannt, wie sich es fährt. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ich habe zwar ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber jetzt am Ende war es wirklich, wirklich geil. Ja genau, wir gucken einfach mal, was der Tag bringt und was mit so einem Enduro Hardtail bei nassen, laubigen Bedingungen hier in Heidelberg möglich ist, was wir alles gefahren sind, zeige ich euch jetzt auf der GoPro und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dem Video und würde sagen, let's go! Wow, ausgeklickt. Ha. So, jetzt werde ich jetzt gleich wahrscheinlich arschlochdunkel werden. Mit dem Hardtail echt hart hier der Trail. Uah. Oh.
Thailand! Was ist das für eine Cutline? Rolling in the deep. Shithole. Rutschiger Lauf, Alter. Oh Gott, da kann ich keine Highline fahren. Freunde, no way. Wo bin ich? Wow.
kompletter Steher. Durch. Boah. Boah, da muss man sich echt konzentrieren, weil. Oh, Freunde, das ist zu eng. Einfach. Hi. Wow. So sieht man wahrscheinlich wieder gar nicht. Aber das ist eine richtige Kante. Okay, also hier ist Hardtail am Limit. Das ist Quatsch. Ausgeklickt. Ja, Leute, wir sind wieder zurück von der Tour. Ich hoffe, euch hat das Video und die Clips gefallen. Ich fand es echt krass, was mit dem Hardtail möglich ist, was man alles fahren kann. Klar, man muss dazu sagen, Enduro Hardtail, aber trotzdem, die Trails sind nicht ohne. Also die Leute, die es kennen, die wissen, da geht es schon gut zur Sache und hat auf jeden Fall trotzdem Bock gemacht. Die guten Stücke sind wieder auf dem Heckträger. Ich habe mir tatsächlich mein Firebird mitgenommen, weil ich Angst hatte, dass ich nach der ersten Abfahrt sage, ich brauche ein anderes Rad oder muss aufs andere Rad umsteigen, weil es zu hart ist. Wollte ich tatsächlich nach der ersten Abfahrt auch machen, aber die zweite hat dann so Bock gemacht, dass ich den ganzen Tag mit dem Hardtail gefahren bin. Und ich finde es ganz witzig, im Winter sowas mal auszuprobieren, weil ja, ich glaube, so für eine ganze Saison wird es sich für mich jetzt nicht lohnen. Ich würde damit wahrscheinlich zu wenig fahren, aber für den Winter und Fahrtechniktraining und aktives Fahren und so macht es echt Bock und ist, glaube ich, echt geil geeignet. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ja, viel Spaß beim Radfahren. Bis dann, haut rein. Ciao.